Düsseldorf der Ross. Wir sind seit gestern Abend in Düsseldorf. Es ist Caravan-Salon-Zeit, so ist das richtige Wort. Windig ist wie in Hamburg. Und ja, wir sind jetzt gerade am Rhein, haben schon die Wohnmobilarmada hier am Stellplatz am Rhein betrachtet und schlendern jetzt einfach mal Richtung Altstadt. Caravan-Salon-Tag. Wir kaufen kein Wohnmobil, das haben wir schon gekauft. Nichtsdestotrotz gehen wir nochmal tatsächlich zum Megamobil-Stand, schauen uns den nochmal an. Und ja, wir haben ja jede Menge Zubehör bestellt, wie im letzten Video erzählt, das wir hier auch nochmal gern verlinken. Und schauen, gibt es zu dem Zubehör Änderungen und finden wir sonst noch was Schönes für unsere Maggie. Unser erster Weg war natürlich zu Megamobil, um den Megasport nochmal anzuschauen. Einfach zu schauen, was hat sich im 2022er Modell geändert. Und ja, auch einfach nochmal wirken zu lassen, was wir da so bestellt haben. Und natürlich auch Mona und Nico zu besuchen. Hier ist das neue Sitzpolster, das neue Anthrazit mit Gestepp Drehner 104 und wird in der Bestellung für die Maggie natürlich geändert. Wir waren tatsächlich überrascht, wie voll es war auf dem Stand von Megamobil. Und ja, wir konnten gar nicht so sehr in Ruhe schauen. Hier sieht man das neue MAN Offroad Modell. Alles ganz schick und ja, das Interesse für Megamobil scheint groß zu sein. Hier sieht man den Mega Revolution 640, also der hat einfach ein höheres Dach und ein Hubbett im Vergleich zum Megasport. Ansonsten ist die Ausstattung identisch. Das kriegen wir schon. Hier
Hier ist unser neues Alpine-Radio, das in die Maggie kommt. Und Probe gehört haben wir hier zwar auch, es macht aber nicht so viel Sinn. Und tatsächlich haben wir ja, wie ich später erzähle, nochmal in einem Ducato das Alpine-Radio mit unterschiedlichen Soundsystemen angehört. Hier unser ORC-Frontbügel mit runden Scheinwerfern und unsere Felgen. Wir haben ja eine Leontron-Batterie bestellt für die Maggie und haben die Gelegenheit hier genutzt, uns die Arktik mal anzuschauen, den Aufbau von innen anzuschauen und auch mal zu sehen, wie wird die denn wintertauglich bis minus 30 Grad. Genau. Man kann die ganze Zeit mit Nennladestrom laden. Bei einer Batterie würde man 3 Stufen fahren, den Laden. Wir sind gerade bei AST auf dem Stand und haben uns die Zuzi-Hilfe in Live nochmal angeschaut. Und neu gibt es jetzt auch für die Hecktür und das ist der Hammer. Achtung! Und auch wenn schon älter nicht weniger beeindruckend, die seitliche Tür. Und auch innen absolut leise und für mich schlaftauglich. Wir sind große Sylvie-Fans und haben schon ein paar Produkte und haben die Möglichkeit hier auf der Messe genutzt, einfach nur mal zu schauen, was uns nur so einfällt für die Maggie. Und haben natürlich auch den Christoph getroffen und haben uns sehr gefreut, denn wir werden ja vom Christoph regelmäßig mit netten E-Mails bedacht. Hier sind unsere 3 Trellinos zur Auswahl. Also nicht die kleine, aber zumindest farblich, entweder halt aus Kunststoff, hell und dunkel, oder die Holz, die, bei der ich jetzt gerade den Deckel halte. Ja, wir können uns noch nicht so richtig entscheiden. Sitzen tut man auf alle 2 gut, egal ob Kunststoff oder Holz. Und die weiße haben wir eingebaut im Megasport schon gesehen, deswegen überwiegt es halt, aber lassen wir uns mal überraschen, was es am Ende für eine wird. Wir waren jetzt 6 Stunden auf der Messe und mir rauchen die Füße und ich bin jetzt auch gerade echt müde. Nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt. Wir haben begonnen bei Megamobil, waren bei Mona und Nico am Stand und haben uns nochmal das 2022er Modell angeschaut vom Megasport. Und es gibt tatsächlich einen neuen Dachhimmel, einen dunkelgrauen Dachhimmel. Es gibt einen oder mindestens einen neuen Stoffbezug für die Sitze, gegebenenfalls auch einen neuen Holzboden. Das klärt die Mona aber noch, also das heißt, wir haben auf alle Fälle schon mal 2 Änderungen an unserer Maggie, was die Innenausstattung betrifft. Die Firma Caratec hat glücklicherweise ein Auto, ein Show-Auto zur Verfügung gestellt und hat da dieses Caratec, also Alpine-Radio mit Caratec und Eaton, so wie wir es bestellt hatten, aber auch mit einem Alpine-Subwoofer zum Vergleich hören. Das haben wir natürlich genutzt und auch hier eine Änderung, wir wechseln komplett auf Alpine. Neben vielen weiteren Eindrücken haben wir hier jetzt auch auf der Messe nochmal die Gelegenheit genutzt und waren bei meinetrenntoilette.de, wollte ich jetzt schon sagen, aber nein, die heißt tatsächlich meinetrenntoilette.de und haben uns die Trellino angeschaut. Und auch das war jetzt nochmal ganz gut. Wir waren eigentlich auf einem
auf ein Modell schon festgelegt und haben jetzt aber noch ein zweites Modell in Holz gesehen. Und ja, jetzt heißt es irgendwann in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen, in welche Trillino und auch nochmal in welcher Farbe, ob hell oder dunkel. Für uns war es das, wir machen den Deckel drauf, fahren jetzt wieder zurück, gehen nochmal irgendwo schön was essen und vielleicht nochmal Alt trinken. Und ja, Servus, bis bald.